Hallo und willkommen zu diesem Video über Vektorfelder. Im größten Teil dieses Videozyklus haben wir uns ja mit reellen Funktionen beschäftigt, sowie im vergangenen Video mit Funktionen, die zwei Variablen besitzen. Weiters haben wir auch im vergangenen Video gesehen, was es allgemein mit sogenannten skalaren Feldern auf sich hat, das heißt eine Funktion mit mehreren Variablen, die in die reellen Zahlen abbildet. Heute werden wir das Ganze noch etwas weiter treiben und uns Funktionen ansehen, die Vektoren auf Vektoren abbildet. Man nennt solche Funktionen Vektorfelder und sie besitzen eine sehr, sehr große Rolle, nicht nur in der Physik und Technik, sondern auch in anderen Wissenschaften, sind also nicht mehr wegzudenken aus unserer heutigen Wissenschaft. In diesem Video werden wir uns natürlich ganz besonders darauf konzentrieren, wie man solche Vektorfelder grafisch darstellen kann, da man ja aus einer grafischen Darstellung sehr oft ganz rasch viele, viele Informationen gewinnen kann und auch Personen, die vielleicht mit Mathematik nicht so viel zu tun haben, einen Überblick über eine Thematik geben kann, beziehungsweise über die mathematische Beschreibung eines Modells. Ein wichtiger Teil dieses Videos wird natürlich auch sein, dass wir Anwendungen ansehen und die zugehörigen Vorstellungen. Das kommt dann am Schluss. Es wird ohnehin nur ein kurzes Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und dann können wir auch schon loslegen. Zunächst sehen wir uns natürlich die Definition eines Vektorfeldes an. Die habe ich im vergangenen Video bereits angedeutet, daher nochmal eine Erinnerung. Wir betrachten heute Funktionen f vom r hoch m in den r hoch n. Das heißt, wir nehmen Vektoren mit m Einträgen, das heißt diese Vektoren x aus dem r hoch m und die werden abgebildet auf Vektoren y aus dem r hoch n, also dem n Einträge. Und was wir jetzt machen, damit wir den Graph zeichnen können, zumindest einen qualitativen Teil des Graphen, werden wir so machen, wir nehmen als Definitionsmenge die Punkte im Raum und jedem dieser Punkte ordne ich jetzt einen Pfeil zu, der dem Vektor entspricht, der der Funktionswert ist. Ja? Wir erinnern uns noch ganz kurz, ein Graph ist immer ein Paar aus dem Argument plus dem zugehörigen Funktionswert, in dem Fall dieses x und dieses y, also Vektoren. Und bitte nicht vergessen, also das y ist der Funktionswert an der Stelle Vektor x. Wir haben schon gesagt, eine solche Funktion, die Vektoren auf Vektoren abbildet, nennt man ein Vektorfeld und bei den späteren Anwendungen werden wir sehen, die haben eine ganz, ganz große Bedeutung in vielen, vielen Wissenschaften. Sehen wir uns auch gleich ein Beispiel von so einem Vektorfeld grafisch an. Im vergangenen Video zu den Funktionen mit mehreren Variablen hatten wir als Beispiel das Geschwindigkeitsprofil über dem Querschnitt eines Rohres. Ja, das heißt, bei einer Rohrströmung habe ich unterschiedliche Geschwindigkeiten, je nachdem, wo am Querschnitt ich mich befinde. Und jetzt können wir sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, die Geschwindigkeit zeichne ich als Vektor ein. Das könnte als ganz einfaches Beispiel so aussehen, wenn ich ein Rohr habe und ich mache das jetzt so, ein Rohr, das sich verbreitert, von der Seite betrachtet, es muss nicht einmal ein Rohr sein, es könnte genauso gut ein Fluss sein, dann hätten wir wirklich nur zwei Dimensionen. Ja, machen wir das vielleicht so. Sagen wir, das ist ein Fluss mit Geschwindigkeit oder mit Strömung nach rechts. Jetzt könnte ich mir da ein paar Punkte heraussuchen. Ich zeichne natürlich jetzt nur ganz wenige, damit man noch was erkennen kann. Und an den eingezeichneten Punkten könnte man jetzt eben die Geschwindigkeiten als Vektor einzeichnen. Wenn ich kurze Pfeile mache, dann heißt das eine niedrige Geschwindigkeit. Längere Pfeile würden bedeuten eine höhere Geschwindigkeit. Und da sehen wir jetzt anhand dieses ganz, ganz einfachen Bildes, dass wir bereits eine Idee haben, wie diese Strömung verlaufen wird. Im engeren Teil des Querschnitts haben wir relativ hohe Geschwindigkeiten. Daher die längeren Pfeile, die eben die Geschwindigkeiten an einem jeweiligen Punkt, die Punkte sind dunkelblau angegeben, angibt. Wenn wir jetzt hier in diesen breiteren Teil kommen, da sehen wir, die Geschwindigkeiten werden insgesamt geringer. Was wir auch erkennen können, am Rand sind die Geschwindigkeiten geringer als in der Mitte dieses Rohrs. Das wäre jetzt ein möglicher Graph oder zumindest eine mögliche Repräsentation eines Graphen von so einer Funktion. Und die Funktion will ich auch noch ganz kurz hinschreiben. Man könnte das etwa angeben als Funktion v vom Fluss. Also der Fluss ist unsere Definitionsmenge und das ist eine Teilmenge des r hoch 2 der Fluss und die bildet ab in den r hoch 2. Und mit der Bildmenge r hoch 2 ist jetzt gemeint, das sind Vektoren mit zwei Einträgen, die unseren Geschwindigkeitsvektoren entsprechen. Und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz an, was die Abbildung tatsächlich eigentlich macht. Wenn ich mir einen Punkt hier aussuche aus diesem
Querschnitt vom Fluss, zum Beispiel diesen hier, den ich jetzt rot markiert habe, das könnte man sagen, ist der Input, also die Variable oder das Argument eigentlich, und der Funktionswert wäre dieser Pfeil hier, also das wäre v von x, dieser Pfeil. Okay, das soll jetzt einmal einen ganz kurzen Eindruck geben von diesen Vektorfeldern. Man sieht, die sind sehr anschaulich und man kann sehr gut eine etwas komplexere Situation kommunizieren. Und im Weiteren werden wir uns jetzt auch ein paar computergenerierte Grafiken ansehen, damit du noch einen besseren Eindruck von solchen Vektorfeldern bekommst. Wir sehen hier zunächst ein Vektorfeld vom R hoch 2 in den R hoch 2, so wie wir es gerade hatten. Das sieht man jetzt hier links. Und wie schon in der Grafik, die ich mit der Hand gezeichnet habe, hat man hier jetzt eben Punkte in der Ebene, denen wird ein Pfeil zugeordnet. Und was jetzt die Interpretation von dem ist, ist gar nicht so wichtig. Die Vorstellung im Kopf als Geschwindigkeitsfeld ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist jetzt wie gesagt nur ein reines mathematisches Beispiel ohne einen Anwendungskontext. Man sieht hier unten auch nochmal die Funktionsgleichung. Die Funktion, wo ich quasi zwei Variablen habe, also ich kann zwei Argumente hineinstecken, liefert mir einen Vektor x und minus y. Sehen wir uns das vielleicht an einem Punkt an. Wenn ich mir hier irgendwo einen Punkt heraussuche, vielleicht diesen Punkt hier, dann bekomme ich als Funktionswert diesen Pfeil. Also die Koordinaten vom Punkt, die setze ich da unten in die Funktion ein und die Funktion spuckt mir den Pfeil aus. Ja. Dieser Pfeil kommt dann quasi als Funktionswert heraus, ist natürlich wieder nur ein Paar von Zahlen und mehr nicht. Gut, und das kann man jetzt sehr schön darstellen und nicht nur in zwei Dimensionen, sondern auch in drei Dimensionen kann man das machen. Das sieht dann in etwa so aus. Das ist natürlich wieder nur ein Beispiel von einem relativ einfachen Vektorfeld in drei Dimensionen. Vielleicht die Vorstellung dazu, das könnte zum Beispiel ein Gravitationsfeld einer Punktmasse sein. So ein Gravitationsfeld hat nämlich genau diese Struktur. Man sieht hier unten die Funktionsgleichung, also da kann ich, wie wir sehen, drei Variablen Werte einsetzen, x, y, z. Das interpretieren wir jetzt als die Koordinaten eines Punktes im Raum. Und der Funktionswert, der herauskommt, der steht eben da rechts. Das heißt, wir nehmen zuerst das Negative von diesem Bruch hier, wo ich einfach die Zahlen, also die Koordinaten x, y, z einsetze. Das heißt, das ergibt mir eine Zahl und die multipliziere ich dann mit dem ursprünglichen Vektor, den ich eingesetzt habe und bekomme quasi so den Output oder den Funktionswert. Und wenn ich jetzt einen gewissen Teil von diesen Funktionswerten hier einzeichne zu den jeweiligen Punkten, dann erhalte ich eben dieses Feld und ich denke, man kann sich da schon etwas vorstellen, dass ein Gravitationsfeld in etwa so aussehen könnte. Ja, man stellt sich vielleicht einfach vor, in der Mitte ist ja, vielleicht ein schwarzes Loch oder eine ganz schwere Masse im Universum und wenn ich jetzt an irgendeiner Stelle eine andere Masse loslasse, wird diese Masse durch die Gravitationskraft beschleunigt werden, und zwar radial nach innen zu diesem schwarzen Loch oder was auch immer da in der Mitte die Anziehung verursacht. Kleiner Kommentar vielleicht, ihr seht es eh schon, die Computergrafiken sind generiert worden mit Mathematica, ein Spitzenprogramm für eigentlich die meisten Zwecke im Bereich der Mathematik und gerade jetzt für solche grafischen Darstellungen, die etwas rechenintensiver sind. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie diese Grafiken zustande kommen anhand dieser Funktionsgleichung, die unten steht. Wenn wir uns jetzt eben diese Masse da in der Mitte vorstellen, ich zeichne die jetzt einmal ganz dick und rot ein. Also das ist unser schwarzes Loch. Jetzt schauen wir uns diese Funktionsgleichung an. Da haben wir den Vektor x, y, z. Das ist ja eigentlich das, was wir ursprünglich hineinstecken. Wenn wir dann den Punkt heraussuchen, ich nehme den jetzt mal diesen hier, dann können wir uns ja diesen Punkt vorstellen als Vektor vom Koordinatenursprung, der da genau in der Mitte sitzt, zu diesem Punkt hier hin. Also das ist der Vektor, der zu diesem Punkt zeigt, den setzen wir da ein. Und heraus kommt jetzt da minus eine Konstante mal den Vektor. Das heißt, der Vektor, der herauskommt, der unterscheidet sich nur durch das Vorzeichen und eine Konstante von dem, was ich einsetze. Das heißt, wir bekommen einen Vektor, der genau in die entgegengesetzte Orientierung in die Mitte, also zum Koordinatenursprung zeigt. Und diese Konstante da unten, also das, was da im Nenner steht, ist im Wesentlichen, wenn man sich das über den Satz von Pythagoras in drei Dimensionen überlegt, der Radius oder der Abstand zum Quadrat. Das heißt, die Länge von den Funktionswerten, also von den Output-Vektoren, nimmt mit dem Quadrat des Abstandes ab.
Und das ist etwas, das kommt in der Physik an mehreren Stellen vor, zum Beispiel eben bei den Gravitationsfeldern und aber auch bei den elektrischen Feldern. Jetzt passen da natürlich die Zahlenwerte noch nicht, aber das kann man mit einer einfachen Konstante begleichen. Und das wäre zum Beispiel beim Gravitationsfeld eine Kombination oder ein Produkt aus der Gravitationskonstante und der Masse von der Zentralmasse, zum Beispiel der Erde oder dem Schwarzen Loch. Links bei diesem zweidimensionalen Vektorfeld, da würde ich noch ganz gerne dazu sagen, auch wenn da jetzt noch keine Interpretation genannt wurde, wenn man sich das als Geschwindigkeitsfeld vorstellt, könnte man sich ja überlegen, was passieren würde. Vielleicht könnte das ja eine Wasserströmung sein. Das heißt, man schaut von oben auf eine Wasseroberfläche drauf und diese kleinen Pfeilchen geben eben die Strömungsgeschwindigkeiten an wie zuvor. Wenn ich da jetzt irgendwo einen Korken loslasse, zum Beispiel angedeutet durch diesen grünen Punkt hier im zweiten Quadranten, dann kann man sich anhand des Vektorfeldes schon ganz gut vorstellen, wie sich dieser Korken entlang der Strömung bewegen wird. In etwa so auf dieser Kurve. Gut, und damit schauen wir jetzt auch weiter zu den Anwendungen im Bereich der Physik und der Wirtschaft und noch anderen Dingen. Ein paar Anwendungen habe ich ja schon genannt, zumindest im Bereich der Physik, wie etwa die Geschwindigkeits- oder Strömungsfelder in der Hydrodynamik, sowie auch das Gravitationsfeld und das elektrische Feld. Zum elektrischen Feld und zum Gravitationsfeld sage ich vielleicht noch ein bisschen was dazu. Beim Gravitationsfeld, hier angedeutet durch G von R, das heißt, wir haben eine Funktion, wo ich Koordinaten R von einem Punkt einsetze oder von einem Ort. Und heraus kommt eine Beschleunigung oder ein Beschleunigungsvektor. Wie ist das jetzt zu interpretieren? Wenn ich an dem Punkt eben eine Masse loslasse, eine Masse m, die hier angezeichnet ist, muss ich da einfach mit dem Gravitationsfeld multiplizieren und ich bekomme die Gravitationskraft. Und ganz analog verhält sich das beim elektrischen Feld. Das elektrische Feld, das beschreibt ja die Wechselwirkung von Ladungen, also von elektrischen Ladungen mit dem elektrischen Feld. Und wenn ich jetzt so eine Ladung Q, das könnte zum Beispiel ein Elektron sein, an einem bestimmten Ort R loslasse, in einem elektrischen Feld E, ja, dann multipliziere ich einfach mit dem Funktionswert an der Stelle R vom elektrischen Feld und bekomme die sogenannte Coulomb-Kraft. Also das sind wirklich analoge Konzepte, nur die Zahlen und Einheiten unterscheiden sich. Eine kleine Sache gibt es noch beim elektrischen Feld, die anders ist beim Gravitationsfeld. Ein elektrisches Feld kann nämlich abstoßend sein. Wenn ich zum Beispiel eine positive Ladung irgendwo in der Mitte habe und eine positive Ladung irgendwo loslasse, dann wird die zweite positive Ladung abgestoßen, wenn die erste fixiert ist, ja? Oder beide stoßen sich gegenseitig ab. Bestimmt hast du im Physikunterricht auch schon von Magnetfeldern gehört. Damit ist gemeint die magnetische Feldstärke oder die magnetische Flussdichte, die sich nur um eine Konstante unterscheiden. Und dazu ist jetzt noch zu sagen, ich kann in der Sprache der elektrischen Feldern und der magnetischen Flussdichte die vier Maxwell-Gleichungen formulieren. Und das sind jetzt im Prinzip vier Gleichungen, relativ komplizierte Gleichungen, nicht so wie du es in der Schule kennst, sondern mit differentialmathematischen Operatoren. Aber mit diesen vier Gleichungen kann man die gesamte Elektrodynamik und den Magnetismus beschreiben. Das heißt, zu der Zeit, wo sie formuliert worden sind von Heaviside und Maxwell, Ende des 19. Jahrhunderts, da hat es eine Revolution gegeben in der Physik und Technik. Kurz danach, nachdem eben diese Forschung so weit war an diesem Punkt, sind natürlich Dinge wie elektrisches Licht explodiert. Also das hat wirklich eine zweite industrielle Revolution vorangetrieben, diese Entdeckungen in der Physik, und beschrieben wurden sie natürlich mit Methoden der Mathematik. Natürlich bedient sich nicht nur die Physik an diesen mathematischen Objekten, also den Vektorfeldern, sondern zum Beispiel auch die Wirtschaftsmathematik. Und da will ich ein relativ anschauliches Beispiel nennen, das sich, glaube ich, jeder und jede vorstellen kann. Und das wäre in der Produktionsplanung eine Abbildung, die eben die Menge von verschiedenen Rohstoffen, also ein Rohstoffvektor sozusagen, abbildet auf eine Produktionsmenge. Das heißt, unsere Argumente x sind jetzt eben Vektoren, die eben die Anzahl oder die Mengeneinheiten von verschiedenen Rohstoffen angibt. Zum Beispiel, ich gebe jetzt nur ein Beispiel, ein Vektor mit den Rohstoffen Holz, Aluminium und Stoff. Ja, zum Beispiel. Und damit wird dann vielleicht ein Regenschirm hergestellt. Und vielleicht nicht nur ein Regenschirm, sondern auch ein Sonnenschirm. Das heißt, das wird dann abgebildet auf eine Anzahl an Mengeneinheiten von
Regenschirmen und Sonnenschirmen. Gut, ganz ein einfaches Beispiel, aber da sieht man auch, diese Abbildungen von Vektoren auf Vektoren, die spielen in anderen Bereichen genauso eine Rolle. Und wir sind da bei den Dimensionen ja gar nicht eingeschränkt. Wenn man sich überlegt, wie viele verschiedene Rohstoffe in einem Produkt Platz finden, da braucht man schon eine ziemlich leistungsfähige mathematische Maschinerie, um das beschreiben zu können. Und naja, für einfache Situationen sind auch die grafischen Darstellungen von solchen Vektorfeldern nicht ganz unwichtig. Ein paar andere Anwendungen, die ich nennen will, das wäre zum Beispiel die Beschreibung von einem Marktgleichgewicht, das heißt der Zusammenhang zwischen Angebot und Nachfrage, das kann man natürlich verallgemeinern auf höhere Dimensionen. Weiters gibt es auch noch Konjunkturmodelle, die man eben mit solchen Methoden beschreiben kann. Außerhalb der Wirtschaft geht es natürlich auch noch weiter, ganz besonders eben dort, wo Systeme dynamisch sind, das heißt, wo sich Größen laufend verändern. Das heißt, man hat einen Input, bekommt einen Output, den Output steckt man wieder in die Funktion und so weiter und so fort. Und man kann da quasi eine Progression in einem System beschreiben. Das könnten etwa Populationsmodelle sein oder die Beschreibung von Bevölkerungsbewegungen, aber auch, so wie es jetzt gerade aktuell ist, die Beschreibung von einer Epidemie. Auch wenn du dich jetzt vielleicht nicht hinstellen kannst und diese Dinge, die wir durchgemacht haben, sofort anwenden kannst, hoffe ich, dass es dir einen gewissen Überblick gibt über die Vielfalt der Mathematik und auch ihrer Anwendungen und ganz besonders natürlich, dass grafische Repräsentationen von verschiedenen Abbildungen und Zuordnungen besonders wichtig sind zur Kommunikation und zum Verständnis von mathematischen Modellen und Zusammenhängen. Ein drittes Video zur grafischen Darstellung von besonderen Funktionen gibt es noch. Das sind nämlich parametrisierte Kurven und Flächen, die werden wir im kommenden Bonusvideo noch ansprechen. Das kennst du vielleicht auch noch nicht, aber auch die sind sehr interessant und ich freue mich bereits drauf. In der Zwischenzeit alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video.